Es öffnet sich heute das 23. Türchen vom kulinarischen Adventskalender. Wer alles beim kulinarischen Adventskalender mit dabei ist, das seht ihr am Ende des Videos und natürlich in der Infobox. Heute gibt es bei mir Marmeladen-Kokosmännchen. Folgende Zutaten werden dafür benötigt: 225 Gramm Mehl, 75 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 125 Gramm kalte Butter, 2 Esslöffel Kokosraspel, ein Eigelb, etwas Marmelade. Hier habe ich mich für meine Lieblingsmarmelade, der Erdbeermarmelade von Karls, entschieden. Und wir benötigen noch etwas Puderzucker. Ebenfalls wird eine Männchenausstechform und eine kleine Sternausstechform benötigt. Für den Keksteig gebe ich als erstes das Mehl, den Zucker, Vanillezucker, die Butter, die ich übrigens in kleine Stücke geschnitten habe, damit sich das Ganze besser verarbeiten lässt. Dann kommt noch das Eigelb, die Kokosraspel dazu und das Ganze wird jetzt mit der Küchenmaschine schön vermengt zu einem Teig und danach mit den Händen verknetet. Wenn der Teig bei euch ein bisschen trocken ist, dann könnt ihr ca. 1 Esslöffel kaltes Wasser dazugeben und das Ganze nochmal gut durchkneten. Der Teig wird dann vor der Weiterverarbeitung in Klarsichtfolie eingewickelt und kommt für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank. Nach der Kühlzeit wird der Teig auf eine mit Mehl bestäubte Arbeitsfläche ca. 3 mm dick ausgerollt und es können die ersten Männchen ausgestochen werden. Legt sie dann behutsam auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Das macht sich hier mit einem Messer ganz gut. Aus der Hälfte der Männchen, da steche ich jetzt noch einen Stern aus und lege sie dann ebenfalls auf das Backblech. Ihr könnt auch ein paar Männchen ohne Ausstechen zubereiten. Ich finde diese Variante gemischt mit den ausgestochenen Männchen wirklich sehr, sehr schön. Jetzt kommt das Backblech bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 12 Minuten in den bereits vorgeheizten Backofen. Wenn die Kekse fertig gebacken sind, dann müssen sie noch vollständig abkühlen. In der Zwischenzeit gebe ich etwa 4 Esslöffel von der leckeren Marmelade in einen Topf und erwärme sie kurz, so lässt sich die Marmelade dann auch leichter verstreichen. Dann nehmt ihr euch ein Männchen, das ihr nicht ausgestochen habt, verstreicht darauf jetzt etwas von der Marmelade. Und gebt darauf ein ausgestochenes Männchen. Lasst das Ganze jetzt noch trocknen und stäubt darauf zum Schluss jetzt nur noch Puderzucker. Das gleiche könnt ihr dann auch mit den Sternchen machen. Und schon sind die Marmeladen-Kokosmännchen fertig. Ich danke nochmal dem lieben Matze vom Kanal Die Sendung mit der Schaumaus dafür, dass ich beim kulinarischen Adventskalender dabei sein darf. Ja, schaut auf jeden Fall bei diesem Kanal vorbei und auch bei den anderen Kanälen. Alle Kanäle findet ihr nochmal in der Infobox verlinkt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Zubereitung, ein schönes Fest und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!